Studienrat. Ja. Ja, Sie können beides sagen. Beides sagen, nicht? Ja. Ja. Und Sie werden wieder zurückkehren, ja, nicht? Nach dem Krieg, ja? Ja. Haben im Krieg, ja, eine ganze Menge Feinde, ja, vor sich gesehen, ja? Ja. Nicht? Und dokumentiert auch, ja? Ja. Das heißt also, feindliche Panzer werden grundsätzlich abgeschossen. Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Und Igelstellung des Gegners, ja? Ja, ja. Umgangen. Ja, oder weg damit, nicht? Weg damit, ja, ja. Genau. Ja. Weg damit. Ja, aber Sie sagen, mit Gewalt kann kein Volk Kriege gewinnen. Nein, nein, ja? Nein. Nein, nein. Ja? Mit Gewalt nicht. Nein. Sondern mit der Einstellung, ja. Mit Bildung und der auch Macht der Musik beispielsweise. Beispielsweise, hätte man ja. Chancen. Ich als Gesangslehrer habe natürlich einen Vorteil. Und Chorleiter. Nicht? Ja, Chorleiter, habe einen Vorteil gehabt meinen anderen Kollegen gegenüber, die auch Major waren. Ich konnte mit meiner Kompanie einen ganz anderen Geist aufstellen durch den Gesang. Das heißt, wenn in Moskau, vor Moskau, ja, der Winter zuschlägt, die sibirischen Schützen herandrängen, ja, dann erschall ein Gesang. Ja. Ja? Ja, leider nicht. Nein. Es ist so, denn meine Kompanie war ja auf einer anderen Gegend stationiert. Ja. Sie mussten vertretungsweise ja völlig unmusikalische Truppe führen. Ja, es war für mich also persönlich ein Dilemma. Ja. Es war ein Dilemma. Ja. Ich bin der Ansicht, dass wenn im Zweiten Weltkrieg, wenn der Gesang, wenn der mit als Kriegswaffe eingesetzt worden wäre, dann wäre der Krieg ganz anders verlaufen. Manche Schlacht hätte einen anderen Ausgang genommen, weil nur durch inneren Mut. Ja, richtig. Und das ist der Mut der Musik. Richtig, der Mut zu singen. Chorsingen macht mutig. Chorsingen macht mutig. Also das Lied an die Freude beispielsweise, ja, macht besonders mutig. Ja. Es spielt im Grunde genommen überhaupt gar keine Rolle, welches Lied gesungen wird. Also nicht Choral von Leuten. Nein, das muss nicht sein. Nein. Man kann auch reine Kriegslieder singen. Wie zum Beispiel Panzer rollen in Afrika vor. Als die goldene Abendsonne. Ja. Konnte Hitler singen? Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so sagen darf, aber der Herr Hitler, er war nicht unmusikalisch. Ja? Doch. Nein, also Wagner-Stimmen hörte er ja, nun, aufmerksam das, zu. Ja, das kann lauschen. Jeder, das kann jeder lauschen, kann jeder. Nein, ich muss einfach sagen, ich muss absolut zur Schande gestehen, dass der... Wenn er seine Stimme erhob nach Mitternacht, dachte man, dass er nicht Noten lesen konnte. Da, überhaupt nicht. Ja. Er war vollkommen unmusikalisch. Das ist das Dilemma gewesen. Und so fehlt es, ja, gewissermaßen. Es fehlt an Bildung. Der Kraft des Gesangs. Ja. Auch Chamberlain war unmusikalisch. Ja. Ganz unbenommen. Ja. Er muss sagen, also... Einigermaßen. Ja. Er war nicht musikalisch, das Nein, stimmt. Nein, aber er war immer noch musikalischer wie Hitler. Ja, aber das war sozusagen, die Engländer haben ja den Krieg nicht alleine gewonnen. Nein. Ja, nicht. Und die Franzosen auch nicht. Auch nicht. Nein. Und die Polen auch nicht. Auch nicht. Niemand Einzelnes hat gewonnen. Niemand. Ja. Die Rote Armee alleine. Ja? Nein. Ohne die amerikanischen Nein. Geschwader. Nein. Also Stalin, ja. Der konnte gar nicht singen. Nein. Der konnte nichts. Nein. Aber Roosevelt konnte doch auch nicht singen. Doch.
Ja, das ist ja das. Ach, der konnte fromme Lieder singen. Ja. Und die Bildung, ja, nicht sozusagen, die fassen Sie auf als Herzensbildung. Ja. Und das aus dem Geiste der Musik. Nicht? Herzensbildung. Ja. Das ist ein schönes Wort. Ja. Konnten Sie aber in Ihren Zeugnissen Ihren Schülern gegenüber nie ausdrücken, denn da steht nicht Herzensbildung, sondern Betragen. Es war ja nicht möglich. Wir hatten ja nur Betragen, Ausführung, Gesang als Nebenfach. Aufmerksamkeit, richtig, Gesang als Nebenfach. Griechisch und Latein als Hauptfach. Ja, das waren die Hauptfächer, die sind anscheinend immer wichtiger. Mit denen man keine Kriege gewinnen kann. Ja, damit kann man keinen Krieg gewinnen mit Latein. Nein. Also wenn Sie divisionsweise Soldaten gehabt hätten, die alle feste Lateinkenner, alles Einser, Abitur in Latein gehabt hätten, hätten Sie dennoch die Schlacht nicht gewonnen. Nein, auf keinen Fall. Ja. Aber nur mit Gesang. Ja. Man sagt ja manchmal, die Kanonen singen, die Maschinengewehre singen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, beim Klang der Kanonen. Beim Klang der Kanonen. Ja. Richtig. Es gehört zum Gesang zu. Es gehört mit zum Gesang. Der hat auch diesen ernsten Ton des Materials. Richtig. Ja. Aber es gibt aber auch Völker, die in die Schlacht ziehen mit einem mechanischen Gesang, zum Beispiel. Die Schotten, denken wir an die Schotten. Dudelsack. Ja. Oder mit Grammophon? Grammophon. Also stellen Sie sich vor, also auf den Panzern Grammophone drauf. Ja? Verwirrung des Feindes. Ja. Jegliche Verwirrung des Feindes mit Tangos, ist für den Angreifer ein Vorteil. Und verwirrt die Herzen der Gegner. Ja? Richtig. Nicht, weil sie denken dann, sie hätten es mit Menschen zu tun und nicht mit diesen Maschinen, von denen die Menschen abhängig sind. Das ist eine gewaltige Täuschung. Eine große Täuschung. Ja. Man könnte also sagen, der Gesang ist eine große Kriegslist. Und die hatten Sie in Ihrem kleinen In meinem Kreis, Regiment war das da. War es da. War es da. Leider hatte ich es. Die einzelnen Musiker des Regiments Musikzugs verteilt. Ja, aber leider hatte ich es nicht. Und jeder mit einer Mundharmonika oder einer Geige, Geige feuerte die Kämpfer an. Ja, trotzdem, ich muss sagen, wir hatten zwar sehr unmusikalische Leute dabei, aber darauf alleine kommt es nicht an. Der Wille zum Gesang ist eigentlich die treibende Kraft des Vokalensembles.